So, alle Freunde, herzlich willkommen. Heute ist alles ein bisschen durcheinander, Frisur und so weiter, weil, ihr habt es bestimmt gemerkt, es ist Sommer. Es ist Sommer und Sommer bedeutet quasi auch Kaltgetränke. Kaltgetränke, ihr habt ja schon neulich vielleicht ein Video gesehen, wo wir einen Cold Brew Coffee Maker angeschaut haben. Und neulich bin ich losgefahren, wollte was mitnehmen zu trinken, dachte mir, ich habe keinen schönen Becher, bestelle ich mir einen. Die Kurzfassung. Ich habe zwar den allerbesten Thermosbecher von Thermos, der ist mir schon zigmal runtergefallen und den will ich nur für heißen Kaffee. Nur für heißen Kaffee, fertig, aus. Na gut, ihr seht sie da, habe ich so schnell eine Stunde lang recherchiert. Kaffeebecher, Kaffeetasse, Thermos. Isolationskaffeebecher. Und das sind ganz viele mit so einem Design aufgefallen. Aber die Tendenz geht zu viel Inhalt. Ich wollte da keinen Liter mitnehmen. Jetzt habe ich mich für diesen hier von Morgenheld entschieden. 400 Milliliter, normaler Kaffeebecher. Und dann habe ich aber noch was gesehen, so aus dem Augenwinkel. Und dann wollte ich das auch. Und zwar Kaffeebecher mit Strohhalm, Dingsbums für Mehrweg. Und da habe ich jetzt dieses, was komplett anderes als das, von Simple Modern, Premium Insulated Classic, bla bla bla, aus Edelstahl. So ein Becher. Und das fand ich dann toll, so beim Lesen. Der ist allerdings auch wieder etwas größer, kein halber Liter, 470 Milliliter, also 16 Unzen. Kommt mit zwei Deckeln, zwei Strohhalmen. Und der hier, der ist aus Bambus, der Morgenheld. Kommt, ihr seht auch schon hier so den Unterschied verpackungsmäßig. Beides ähnlich, würde ich sagen, etwas verwandt. Getränkebecher. aber auch beide positive Konzepte habe ich erst ein wenig später gemerkt. Das hier ist aus Schwabmünchen, also Deutschland. Und das hier ist Origin, oder? Origin? Nee. Oklahoma. Okay. Morgenheld schreibt sich Bio-Umwelt auf die Fahne. Und Simple Modern, wie heißt es? So, nicht Umwelt, dieses andere, Charity. Die geben 10% von ihrem Einkommen, Profit, Umsatz, wahrscheinlich vom Gewinn, ab. Irgendwelche wohltätigen Dinge. Nur so, dass wir das im Hinterkopf haben. Aber trotzdem sind beide relativ umweltmäßig, weil, wenn ihr die benutzt, habt ihr keine Sachen, die ihr wegschmeißt, so aus Plastik oder so. Schauen wir uns zuerst den an, der ist auch zuerst gekommen. Das ist der kleine Becher, der hat so einen ganz normalen Deckel, wie die anderen To-Go-Becher auch, allerdings auch Silikon. Das heißt, der ist lebensmittelechter, hitzebeständiger und leichter zu reinigen oder halt zu reinigen und bricht nicht. Dann haben wir hier den Becher. Ich muss zugeben, ich habe den seit Samstag und habe mir auch schon mal benutzt. Der ist aus, beim Spülen die Banderole abnehmen. Der ist aus so gepressten Bambusfasern, hält, aber kann auch verrotten, wenn man das will. Irgendwie so. Aus Bambusfasern, BPA und phosphatfrei, natürliche Weise, steril. Das ist das mit Holz, ein Holzbretter, die haben so eine. Es ist so Voodoo, die machen sich selber sauber, so ein bisschen. Geschmacksneutral, super leicht, nur 135 Gramm. Das stimmt echt, das fühlt sich total weird an. Oh, Spülmaschinen geeignet. Biologisch abbaubar, Deckel und Manschette ausgenommen. Hält Jahre, wenn er nicht fallen gelassen oder in die Mikrowelle gesteckt wird. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mit nassen Händen das Anfassen ist doof. Diese Banderole ist halt, wenn es arg heiß ist oder wegen schick. Ich finde es ganz cool. Ja, und auch,
Es hat, ist halt ein ganz anderes Feeling so mit dem Becherchen. Es ist easy, easy to go. Und dann haben wir hier so unseren Drink-Nupsi. Den kann man dann noch da so feststecken, wenn man halt die ganze Zeit trinken will. Finde ich eine starke Sache. Wie gut er isoliert, werden wir dann sehen. War, glaube ich, gar nicht als Isolationsdings angepriesen, aber wir schauen dann mal. 14,85 oder 14,90, legt mich nicht fest. Ich denke, ist okay, damit kann man leben. Ja, vor allem im Sommer ist es wurscht. Da haben wir den, den habe ich ehrlich gesagt nur deswegen gekauft. Und weil ich mir nicht sicher war, ihr wisst so wegen dem All Black Ding, das ist ja schon ein bisschen mit bunt, aber ich fand's fancy. Aber wenn ich true sein muss, muss ich dann halt den mitnehmen. Der ist, wie erzählt, aus Edelstahl, schwarz beschichtet und kommt mit zwei verschiedenen Deckeln. Ich war ehrlich, ich war nur auf den scharf, weil ey, wie cool ist das denn? Wenn ihr so mit eurem Cold Brew, mit eurem selber gemachten Vanilla Cold Brew, so zum Einkaufen fahrt oder so, und dann im Auto oder so. Lässig. Finde ich total lässig. Vor allem schwarz. Stahl. Stahl. Ich habe gesehen, auf Bildern, da hat eine Frau, das ist so dieser klassische Mug. Da kann man auch einen Strohhalm reinstecken. Ich sag Strohhalm, weil ich weiß, es heißt Trinkhalm, aber komm, wir sagen doch alle Strohhalm. Diese Wortklauberei. Ist ja nicht mehr so PC, aber die sind so hartes Zeug. Mehr Weg. Und, aber die sind ein bisschen flexibel. Und schaut, da wird schon, wenn ihr hinfallt, überlebt ihr. Gut. Was schreiben die noch? Nur so für eure Information. Vakuum insulated. Ist relativ wenig Vakuum. 18,8 Stainless Steel, Kitchen Grade, BBR-free, FDR-proof, Rust-resistant, ja klar, weil es ja Edelstahl ist. Sweat and burn-free, say goodbye to the coaster forever. Ah, okay, Warnung. Heiße Inhaltsstoffe können Druck, Dingsbums, immer das Ding nur aufmachen, wenn es oben ist, den Lid. Okay, das ist typisch amerikanisch. Hot contents will remain hot for an extended period of time. Du sollst verantwortungsvoll trinken. Und da unten stehst, Handwaschen, nur mit der Hand waschen. Vessels and all parts prior to use. Do not freeze or microwave. Vessels not intended for long-term storage of food or liquids. Ah, okay. Also nicht lange essen und so drin lassen. Also eure Zwiebelsuppe oder so. Gut, passt auf. Folgende Idee. Wir ändern jetzt gleich den Standpunkt. Tun in beides Wasser und ein paar Eiswürfel und messen die Temperatur. Was haltet ihr davon? Das machen wir jetzt. Dann seht ihr, wie es ausgegangen ist. Ich würde mich jetzt schon über einen Daumen nach oben freuen. Dann vielleicht noch Inspiration, was ihr für Becherchen habt. Aber ich glaube, ich bin jetzt happy. Ich habe jetzt alles, was ich will. Alles mit dem Schaumer. Das ist so geil. Und das ist auch voll cool. Bin am Samstag bin ich so mit rumgelaufen. Lässig. Freue ich mich. Vor allem voll billig. Günstig. Billig sagt man immer. So. Ja, dann checken wir das jetzt mal aus. Und ihr seht dann die Werte. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Okay. Ich hatte mir jetzt folgenden Versuchsaufbau vorgestellt. Hier sind Eiswürfel. Hier sind die zwei Becher. Wir packen jetzt in jeden Becher 5 Eiswürfel. Und füllen den dann mit Flüssigkeit auf. Dann kommen hier von so einem Thermometer. Das ist ja praktisch, können wir die Fühler reinstecken. Allerdings muss man da immer umschalten. Fühler 1, Fühler 2. 5. So. Den auch.
Okay, dann müssen wir den Strohhalm rausnehmen. Uiuiui. Okay. Es hat mir jetzt gar nicht geklappt, das so lange aufzunehmen, weil es vorher war der Akku leer. Aber ihr seht hier, wie die Zeit verstrichen ist. Und wir haben jetzt Temperaturfühler 1. In dem haben wir 8 Grad und in dem schon 30. Okay, davon war auszugehen. Nichtsdestotrotz bin ich ganz schön begeistert, wie gut der gehalten hat. Obwohl ich ja vorhin meine Zweifel über die Qualität der Isolierung geäußert habe. Und naja, ich finde, der ist trotzdem cool. Also ich behalte die beide, ich benutze die auch beide. Und naja, jetzt habt ihr einen groben Überblick. Tschüss!